60, 70 Jahren ohne Pflege, dafür sehen die Straßen wirklich noch gut aus, muss man sagen. Und wir werden auch unterschiedliche Farbbeläge haben. Sie fangen also auch jetzt an, neue Straßen hier zu bauen. Das war, das ist alles bezugsfertig. Die Straßen, die Zäune, alles da, überwacht mit Kameras. 120 neubaue Einfamilienhäuser. Binnen.
ja, warum wir diese Stadt so verbinden. Verbinden war früher im Prinzip ein sehr verschlafenes Nest hier. Und es war eigentlich die Zeit so um 1711, wo ja die große Pest wütete hier in Ostpreußen, waren ja viele Landstriche hier regelrecht entvölkert. Und da war es Friedrich Wilhelm I., der hier gerade im Bereich Gumbinnen hier sogenannte Glaubensflüchtlinge ansiedelte. Sie kennen ja diese Sache, dass er hier ins Land holte, unter anderem die Salzburger, aber auch Calvinisten, Mennoniten und so weiter. Die hat man hier hergeholt und hier im Bereich Gumbinnen, da es hier eine sehr fruchtbare Ebene war, hat man dann diese Leute dann, diese Glaubensflüchtlinge Flüchtlinge angesiedelt. Am Symboltier von Gumbinnen. Wer ist natürlich da der Urheber? Ludwig Vordermeier, der große Bildhauer, und hier steht auch der zweite Elch, den dieser Künstler geschaffen hat, heute auch ein Wahrzeichen der Stadt Gumbinnen. Dieser Elch stand früher hier auf der rechten Seite, wo jetzt der Namensgeber der jetzigen Stadt ist, Gusjew, ein Offizier der Roten Armee. Da stand früher der Elch, man hat ihn etwas weiter transportiert und jetzt steht er hier. Thank you.